Moin, in diesem Video geht es darum, in It's Learning einen Videokonferenzraum mit BigBlueButton einzurichten. Wählen Sie dazu einen Kurs in It's Learning aus. Zum Einrichten wählen Sie unter Ressourcen und Hinzufügen den blauen Knopf Videokonferenz. Damit haben Sie einen Videokonferenzraum zu Ihrem Kurs hinzugefügt. Sie finden den Kurs jetzt in der Übersicht. Die Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer können den Videokonferenzraum mit ihrem eigenen Zugang betreten, sobald dieser von einer Moderatorin oder einem Moderator eröffnet wurde. Um die Videokonferenz zu öffnen, klicken Sie in dem Kurs auf das Icon Videokonferenzraum. Dann klicken Sie auf In neuem Tab öffnen und sind jetzt im Warteraum. Hier können Sie optional einen Gästelink generieren, um damit Personen, die nicht in dem It's Learning Kurs sind, einzuladen. Sie können noch bei Bedarf ein Passwort generieren. Wenn Sie diese Informationen anderen Personen schicken, können diese an Ihrer Konferenz teilnehmen. Dies empfiehlt sich beispielsweise für Elternabende in einem ansonsten ungenutzten Kurs, da nur die Personen mit dem Link Zugang haben. Wenn Sie den Raum erfolgreich vorbereitet haben, klicken Sie oben auf Konferenz öffnen. Klicken Sie als nächstes auf Selbstkonferenz beitreten und legen Sie los. Was Sie hier beachten sollen, erfahren Sie im nächsten Video. BigBlueButton, zweitens, Start einer Videokonferenz.